Ja, moin zusammen, hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir fahren ja jetzt bald in Urlaub mit unserem Model Y und da brauchen wir eine Dachbox. Deswegen habe ich mir jetzt hier das Tesla Roof Rack System bestellt. Und das sind ja so Dachträger, die kommen irgendwie unter das Glasdach mit so Halterungen. Ja, und da bin ich ein bisschen skeptisch und bin auch total gespannt, ob ich das irgendwie ohne Gewürge aufgebaut kriege. Und taugt das was? Und wir machen gleich mal ein Unboxing von diesem Paket. Was ist da eigentlich alles drin? Und wie funktioniert das Ganze? Das wird ein spannendes Video, also bleibt dran. Dann wollen wir mal das Paket unboxen. Das ist quasi frisch von Tesla eingetroffen. Ja, wir haben hier eine Bedienungsanleitung in so winziger Schrift. Ich weiß nicht, könnt ihr das sehen? Ich meine, das Blatt ist jetzt ein DIN A5 Blatt, aber das haben sie irgendwie auf einer Postkartengröße da drauf gedruckt. Das hätten sie ein bisschen größer machen können. Gut, aber ihr wisst ja, Bedienungsanleitungen sind was für Schwächlinge. Wir versuchen das mal so. So, mal gucken, was wir alles im Paket haben. Okay, zweimal die Dachträger. Das sind die Kappen. Genau, davon haben wir 4 Stück. Dann haben wir hier noch so Aufkleber. Die sind dazu da, um den Lack zu schützen, weil das kommt ja quasi auf das Glas und auf den Lack vom Holm. Da muss man diese Aufkleber drauf machen, da wo die Pfeile im Glas sind. Kann man das erkennen? Ja. Das sind so Gummikappen, da legt man die drauf, 4 Stück. Dann haben wir hier Imbusschlüssel und das ist wohl dazu da, um diese Gummidichtung ein bisschen wegzudrücken, dass man die Unterlegkeile hier drunter kriegt unter die Gummidichtung. Hier ist noch ein Bandmaß. Wahrscheinlich muss man abmessen, wo die Halterungen genau sind, wie viel Zentimeter vom Glasende entfernt. Schlüssel und hier sind die 4 Halterungen. Hier fällt schon was weg. Die kommen unter das Glas. Und das hier sind die Kontermuttern dafür. Und eine ist schon weggerollt. So, jetzt heißt es erstmal, diese Stellen zu lokalisieren, wo die Aufkleber hin müssen. Ich glaube, da nehme ich doch mal die Bedienungsanleitung. Aber die ist so klein, da brauche ich eine Brille für. Und selbst damit kann ich das kaum lesen. So, ach du Scheiße, Leute, das kann ich trotz Brille nicht lesen. Okay, hier sind diese Aufnahmepunkte. Und hier steht 227 mm von vorne oder von hinten? Vorderen Pfeile, aha, 227 mm. So, 227 mm. Das müsste hier sein. Ja, hier kann man es sehen. Ich zeige euch das mal eben. Seht ihr das? Da ist der Pfeil. Und an diese Stelle vom Lack, da muss der Aufkleber hin. So, hier ist vorne. Das sieht man an den Symbolen hier. Vorne, dann kommt der hier hin. Jetzt muss man noch diesen Aufkleber abkriegen. Und das muss jetzt hier immer dranbleiben. Weil ich habe nur ein Set davon. Wenn ich das abmache, dann kann ich die Dachträger nicht normal drauf machen, weil sie mir dann den Lack verkratzen hier. Das ist nämlich auch komisches System. So richtig glücklich bin ich damit nicht. Gut, jetzt kommt der nächste. Ja, da hat man natürlich Falten drin, ne? Aber gut, sitzt. Das sieht so hässlich aus. Ja, wenn man es zweimal gemacht hat, dann hat man es drauf. Aber die ersten beiden sind ziemlich beschissen geworden. Die anderen beiden sind zumindest okay. So, jetzt kommt der interessante Teil. Jetzt muss ich diese Metalldinger hier unter diese Glasscheibe, also unter dieser Dichtung hier, unter dieser Dichtung, da müssen jetzt die Metallteile lang gefummelt werden, dass sie hier unter das Glas kommen. Bin ich mal gespannt, ob das geht. So Leute, jetzt soll man mit diesem Fummelplastikteil hier, soll man diese Gummidichtung zurückschieben und dann diese Aufhängung unter die Dichtung fummeln. Ja, da bin ich mal gespannt, wie ich das hinkriege. Also ich brauche eine Leiter, weil sonst sehe ich das alles nicht. Es fängt schon damit an, dass ich mit diesem Teil hier nicht drunter komme. Und die Dichtung ist danach verhunzt, ne? Wie soll das denn gehen, Leute? Tesla, was habt ihr euch dabei gedacht? Bei diesem System?
So, also es geht nur, indem man quasi ganz vorne bei der Scheibe anfängt. Also hier muss man anfangen, das drunter zu fummeln. Und dann ist die Dichtung, naja, nicht mehr so wie neu. Und dann kann man das hier entlang ziehen. Also ihr seht es, bis zum Aufkleber. Wo war denn der? Achso, der Aufkleber war hier. Zack. So. Jetzt kann man das hier irgendwie so hochziehen. Der ist jetzt gerade. Und das bedeutet, Nummer 1 hätten wir. Jetzt kommen also die anderen drei. Schwitzomat, sage ich euch. So, nächster Versuch. Also ihr müsst es ganz hinten anfangen. Dann irgendwie das da drunter. So, habt ihr gesehen, das ist jetzt da drunter. Das hat dazu geführt, dass die Dichtung ein bisschen verkrumpelt ist. Aber schon geht's wieder. Jetzt schiebt ihr das hier rein. Bis zu dem Pfeil. Der ist hier. So, da ist der Pfeil. Da. Und jetzt kommt das Metallteil daran. Zieht ihr zurück. Ja, das ging ja wie das Mäusemelken hier. Ich glaube, der sitzt wirklich perfekt. Bei dem bin ich mir noch nicht so sicher. So, hier hinten habe ich es jetzt reingekriegt. Jetzt kann ich das nach vorne durchziehen. Weil hier vorne kriegst du das nicht rein. Hier sind die ein bisschen widerspenstig. Letzter, das ist nichts, um es jede Woche einmal aufzubauen. Das macht man vielleicht einmal im Jahr, aber nicht öfter. So, das sitzt. Okay, die Hauptarbeit ist getan. Diese Aufhängungspunkte sitzen. Jetzt haben wir hier diese Gummistopfen. Die müssen da offensichtlich drauf. So, das passt. So, jetzt können die Träger schon mal draufgestellt werden. So, das ist angeblich der für vorne. Okay, der sitzt. Ihr seht es, der sitzt. Jetzt haben wir hier diese Muttern. Diese Flügelmuttern, dann schrauben wir die mal da drauf. Mache ich noch nicht ganz fest. Die ist ein bisschen besser. So, jetzt kann ich sie aber auch festdrehen. Hoffe ich. Und dazu habe ich hier den Imbusschlüssel. Das ist der hier. Und da kann man jetzt... Okay, hier geht es dran, das heißt, man muss es so machen. Nicht zu fest knallen, aber das ist schon fest genug, glaube ich. Das heißt, hier ist noch ein Verschluss, der ist wahrscheinlich für diese Kappen. Nee, kann ja nicht sein. Wofür ist der denn? Okay, Problem erkannt. Diese Kontermutter, die hat hier eine Aussparung. Und wenn ich die verriegle, dann kommt hier so eine Nut rein. Und wenn die nicht genau gerade ist, dann kann ich das nicht verriegeln. Das heißt, ich muss die so ziehen, dass die gerade ist. Das ist aber zu hart. Also ich kann die nicht so ganz anknallen. Da muss ich die so lassen. Dann kann ich das jetzt verriegeln. Zack, verriegelt. So. Ja, jetzt kann die sich nicht mehr bewegen. Alles ist eine, das ist eine Drehsicherung, alles klar. Mehr ist das gar nicht. So, und jetzt können wir die Kappen dran machen. Ja, Hauptsache sie fliegt nicht ab. Die Frage ist, wie kriege ich sie wieder lose? Wie kriegt man die wieder ab? Gar nicht, ne? Das steht, glaube ich, nicht in der Bedienungsanleitung, wie man die wieder abkriegt. Ohne sie zu zerstören. Also dran ist sie, aber... Tja, darum kümmern wir uns später. Okay, diese Dinger gehen hier rein. Und das war eigentlich schon alles. Und dann müsste man sie doch irgendwie wieder rausziehen können. Theoretisch. So. Also. Aber es ist so fest. Ach, das kriegt man mit Fingernägeln nicht ab. Da muss man wahrscheinlich mit einem Schraubenzieher bei. Und dann verkratzt man das. Oder im schlimmsten Fall bricht man das ab. Also ich muss echt zugeben, dass ich von diesem System alles andere als begeistert bin. Ich könnte auch sagen, es ist scheiße. Die letzte Kappe weigert sich, aber wirklich. Wieso denn bloß? Was ist dein Problem? Also, es wäre doch gelacht, wenn wir dich hier nicht reinbekämen. Rastet einfach nicht ein.
sie rastet nicht ein. Also Leute, wer hat sich dieses Punktsystem ausgedacht? Das ist unglaublich ätzend. Dieses System. So, also nach Gefluche, ihr habt es teilweise gehört, die Dinger sind jetzt dran. Ich sehe jetzt hier schon den Abstand von diesem Holm zum Glasdach. Und ich habe so ein bisschen die dunkle Befürchtung, dass meine Dachbox zu lange Aufhängpunkte hat, also hier die Befestigungspunkte, das sind so lange Schrauben und die sind recht lang. Ich habe so ein bisschen die Angst, das probiere ich gleich aus, dass die hier gar nicht drunter passen. Dann ist das Ganze für die Katz. Ja, dann gucken wir doch mal, ob wir das auch noch hinkriegen. Ja, es hat gepasst. Ich habe wirklich Blut und Wasser geschwitzt, aber ihr seht es, das ist wirklich Millimeterarbeit. Viel länger, das sind ungefähr 4-5 mm, die gerade so passen, die Schrauben. Und länger dürften sie nicht sein. So, heiliges Blechle, Leute. Also das war echt ein Gewürge. Das möchte man wirklich nicht oft im Jahr haben. Zum Glück fahren wir nicht so oft in Urlaub, wo wir die Dachbox brauchen. Aber jetzt im Winter mit Hund hinten drin, selbst mit dem Model Y, nach Sylt ist ja demnächst, wisst ihr vielleicht, das Video kommt übrigens bald. Da braucht man das halt, sonst ist es ein bisschen unbequem. Ihr habt gesehen, die Tesla-Dachträger funktionieren, um es mal positiv auszudrücken. Ich weiß nicht, welche Schäden entstehen, wenn ich das Ding wieder abbaue. Das erzähle ich euch dann noch. Sie halten, sie sind mit Sicherheit auch tauglich, aber das System an sich ist fragwürdig, um es mal neutral auszudrücken. Mir gefällt es überhaupt nicht. Da hätte man sich ein besseres System ausdenken können. Mag sein, dass das eine witzige Ingenieursleistung ist, das Ganze unterm Glasdach zu klippen. Aber ich traue der Sache nicht. Und es ist ein Gewürge, das aufzubauen. Habt ihr ja gesehen, also man bricht sich da fast sämtliche Finger ab. Ja, das war mein Video zu den Tesla-Dachträgern. Ihr seid jetzt gewarnt. Wenn ihr sowas aufbauen wollt, nehmt euch eine Stunde Zeit. Das hat es mich jetzt locker gekostet. Zum Glück passt meine Dachbox drauf, also alles im grünen Bereich und wir können jetzt in Urlaub fahren. Ich wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit. Falls euch das Video gefallen hat, vergesst nicht, mir einen Daumen nach oben zu geben. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert meinen Kanal. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao.